Wir kommen zu euch. Komm mit. Wir spielen im Finale um 100.000 Euro. Ja. Kommt her. Kommt alle her zu mir. Ihr spielt um 100.000 Euro. Drei Ringe. So heißt das Spiel. Eure Aufgabe ist es, einen Stab durch drei Ringe hindurch zu führen, ohne diese Ringe zu berühren, um am Ende einen Kontakt auszulösen. Der wiederum verkündet uns allen, dass ihr gewinnt und dass ihr einen Mann oder eine Frau heute Abend sehr, sehr reich und sehr, sehr glücklich gemacht habt. Ich zeige euch einmal ganz kurz, worum es geht. Das ist dieser Stab, von dem ich sprach. Den nehmt ihr in die Hand. Ihr dürft bis zu dieser Markierung vorgehen, logischerweise. Ihr spielt gleichzeitig. Ihr führt den Stab durch diese Ringe durch. Ihr dürft den Stab ausschließlich mit den Händen berühren. In dem Moment, in dem ihr einen der Ringe berührt, hört ihr ein Signal und seht ihr ein Licht. Ihr zieht den Stab raus, ihr geht zu eurem Buzzer. Und resettet die Ihr resettet das alles und es geht von vorne los. Das Ganze so lange, bis hinten jemand an den Kontakt kommt. Dann passiert das hier. Und noch viel mehr. Das ist im Endeffekt auch schon das Spiel. Hände sind das Einzige, was ihr benutzen könnt. Das habe ich bereits gesagt. Alles andere ist verboten. Darf man den Stab mal anfassen oder noch nicht? Sofort geahndet. Smudo, geh du gerne auch mal an deine Station und nehmt beide gerne einmal den Stab in die Hand. Bitte noch nicht. Oh mein Gott, ey. Noch nicht, Sekunde, noch nicht einfädeln, bitte. Einfach mal anfassen, mal Gefühl für den Stab und die Stabeigenschaften bekommen. Das ist ganz leicht. Genau, ihr könnt es mal anfassen. Ihr dürft euch auf der hinteren Fläche bis zu eurer Markierung bewegen, wie ihr wollt. So, Tilly hat Kabel, dass du da nicht. Nö, ja, das ist mir wurscht, glaube ich. Das Schwere ist, wenn du den später nur noch so mitführen musst, weißt du? Genau, die letzten Meter, die letzten Zentimeter. Die letzten Meter sind so schwer, weil du dich dann nur auf den letzten fixierst. Seid ihr alle klar? Ja, okay. Okay. Dann bitte ich tatsächlich jetzt um absolute Ruhe, denn das ist wirklich kompliziert. Man braucht eine sehr ruhige Hand und sehr viel Geduld. Das letzte Spiel des heutigen Abends. Für Marcel ist es das Alles-oder-Nichts-Spiel. Für beide, für Marcel und Carina, geht es um 100.000 Euro. Wir starten auf das Signal. So, jetzt geht es um 100.000 Schleifen. Jetzt geht es um die große Kohle. Beide scheitern schon. Buzzern, Smudo, buzzern. Danke, dass mir das jemand sagt. Am ersten Kreis. Durchmesser 7 cm. Klaas ist durch den ersten durch. Klaas ist durch den zweiten durch. Der dritte ist extrem schwierig. Es sieht so einfach aus. Es sieht so einfach aus. Und es ist so schwierig. Genau. Du kannst das versuchen, ihn vorne weiter anzufassen und ihn erstmal langsam durchzuführen, weißt du? Versuch mal. Klaas ist durch den dritten durch. Das für sich genommen ist schon eine Leistung. Drückt er jetzt hinten die Klingel, ohne zu berühren, lässt sich nicht vom Geräusch von Smudo beeinflussen, hat er 100.000 Euro plus die 11.000. Dieses jahrzehntelange Mikrofon halten hat mich schwach gemacht. Viel verloren am heutigen Abend, viele Enttäuschungen erlitten, aber wenn's gilt, ist er da. Smudo verglüht ein ums andere Mal. Es sind vielleicht nur 30 cm. Er hat eigentlich den schwierigsten Teil schon hinter sich. Zehn Zentimeter, Klaas, jetzt nur noch klingeln, dann sind die 100.000 im Sack und er schafft's!